So, ich begrüße euch alle recht herzlich zu meinem ersten Tutorial. Und zwar lautet das, wie installiere oder wie richte ich den App Inventor auf einem Windows-PC ein. Ich habe dazu ein paar Links vorbereitet, die wir nach und nach abarbeiten. Das sind kleine Zusatzprogramme, die wir in Windows benötigen, um den App Inventor zu benutzen. Die Links zu den Videos findet ihr unterhalb des YouTube-Videos in der Beschreibung. Also keine Angst, ihr müsst nichts abtippen. Am Beginn möchte ich mit der Installation von Java. Dazu hier kurz der Link, kommen wir direkt auf die Download-Seite von Java. Könnt ihr das hier auswählen, einfach kurz bestätigen. Ist eine kleine Datei, ich habe diese bereits installiert. Finden wir hier. Starten wir kurz und installieren das Programm. Zur Installation möchte ich eigentlich nicht viel verlieren. So, ich habe jetzt Java fertig installiert. Ihr könnt hier über diesen Link solche kleine Java-Programme ausführen, um zu testen, ob Java bei euch ordnungsgemäß funktioniert. Unter diesem Link, der ist optional, wird nochmal kurz beschrieben, wie man Java in eurem Browser aktiviert. Dazu sind hier die einzelnen Browser aufgeführt. So, machen wir nun auch direkt weiter. Ihr findet den App Inventor hier unter Windows über diesen Link direkt. Habt hier einen Download-Button und könnt hier rüber den Installer downloaden. Ich habe das bereits schon gemacht für euch. Und zwar finden wir den hier. Ich starte den mal kurz. So, der App Inventor ist nun installiert. Und nun müssen wir unser Android-Smartphone kurz einrichten, dass auch der App Inventor mit dem Handy funktioniert. Ich habe dazu vorher den passenden Gerätetreiber von meiner Herstellerseite runtergeladen. Das müsst ihr immer mit dem betroffenen Gerät selbst abklären. Also wenn ihr zum Beispiel Samsung habt, müsst ihr euch diese Samsung Keys installieren. Ich muss zum Beispiel für mein HTC das HTC Sync installieren. In diesem Paket sind meistens diese USB-Treiber, die das Handy oder der PC benötigt, um mit dem Handy zu kommunizieren, inbegriffen. Also ihr müsst dann zum Beispiel bei LG dann auf der Herstellerseite nach den Gerätetreiber suchen. Ich habe nun HTC Sync bereits installiert und nun zeige ich euch in einem zweiten oder in einem Video im Video, was man im Handy aktivieren muss für den App Inventor. So, ich zeige euch das mal schnell auf meinem Handy. Und zwar wechselt ihr da in die Einstellungen, sucht dann nach Sicherheit und aktiviert dort die unbekannten Quellen. Die Sicherheitsmeldung könnt ihr ruhig mit OK bestätigen. Nun gehen wir zurück, wechseln zu Entwickleroption und aktivieren da USB-Debugging. Die Menüs können von Handyversion zu Handyversion unterschiedlich sein. Hier seht ihr das bei Android-Version 4.0. So, nun haben wir die Einstellung an dem Handy soweit vorgenommen. Ich klemme nun mein Handy an das USB. Dann dürfte bei euch beim erstmaligen Gebrauch eine Meldung kommen, Gerät wird installiert. Da das bei mir der Fall schon war, kommt das bei mir nicht. Wir wechseln nun in das Verzeichnis des App Inventors. Das ist bei mir hier lokaler Datenträger C, Programme und einmal der App Inventor. Um das Handy auf ordnungsgemäße Installation zu testen, wechseln wir in eine DOS-Box und gehen in das Verzeichnis des App Inventors, starten die adb.exe und geben einfach ein Devices. Nun wird uns diese Android Device Bridge anzeigen, welche Geräte am Computer angeschlossen sind. Und wie wir hier sehen, findet er auch direkt mein Gerät. Das heißt so viel, dass der Debug-Modus ordnungsgemäß gefunden wurde und das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
Wir können diese DOS-Box nochmal schließen, dieses Fenster auch, und können nun zu dem App Inventor wechseln. So, hier sind wir auf der Seite des MIT App Inventors. Was der App Inventor voraussetzt, ist ein gültiger Google-Account. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch einen Google-Account zulegen könnt. Ansonsten zeige ich euch das ganz kurz schnell. Ihr geht einfach auf Google, anmelden, hier oben, und hier einfach direkt auf Registrieren. Füllt das Formular aus und legt euch eine Google-Adresse an. Mit dieser Google-Adresse könnt ihr euch hier bei Invent anmelden. So, da ich bereits eine gültige Google-Adresse habe, melde ich mich hier damit an. So, der App Inventor startet. Ich habe hier schon etwas getestet und habe hier ein kleines Programm. Wir können nun hier den Blog-Editor öffnen. Dazu kommt hier ein App Inventor for Android Code Blocks, ein Java Applet. Das starten wir einfach. Es öffnet sich daraufhin Java 7 bei mir. Dauert etwas. Falls hier diese Verifizierungsfrage kommt, könnt ihr diese einfach bestätigen. So, jetzt müsste Java kurz starten. Hier meldet sich nochmal kurz der Firewall. So, und nun sind wir auch in dem App Inventor Blocks Editor. Hier oben seht ihr diese Connect Device Funktion und hier findet ihr auch direkt euer Handy, das ihr vorher mit USB verbunden habt. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr hier auf Reset Connections das nochmal zurücksetzen und sucht nochmal nach angeschlossenen Geräten. Das waren sozusagen die Grundlagen, um den App Inventor auf einem Windows-PC in Betrieb zu nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollten Fragen sein, einfach in den Kommentaren posten. Die Links zu allem findet ihr in der Videobeschreibung und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Programmieren.